Hallo, herzlich willkommen heute an ungewohnter Stelle. Wir starten hier oben im Foyer. Wir haben heute einen Gast und eigentlich geht es heute um unseren Auszubildenden Marlo Gieser. Und es geht um seine Prüfung. Und wir wollen heute einmal eine Prüfung nachkochen. Also das heißt, Marlo hat morgen, ne? Morgen ja, haben Sie Prüfung, morgen. Genau. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, morgen hat er seine Prüfung. Und es ist üblich, dass in dem Beruf des Kochs das Prüfungsmenü vorgekocht wird. Also dass man das, ja, also ich frage Sie einfach. Sie haben ja so einen Warenkorb gekriegt. Genau. Also wir haben von der Prüfung erfahren. Also Sie wissen ja, wann Sie Prüfung haben, aber wie haben Sie erfahren, was Sie kochen müssen? Also die IHK in dem Fall einen Brief zukommen lassen, in dem dann dran stand, wann ich Prüfung habe, wo ich die Prüfung habe, die praktische. Okay. Und da drin war halt auch ein Pflichtwarenkorb. Ja, und was ist ein Pflichtwarenkorb? Ein Pflichtwarenkorb ist eine Aufzählung von jeweils drei Lebensmitteln in der Vorspeise, im Hauptgang und im Dessert. Ja, also sagen Sie mal ein Beispiel, was war Ihr Pflichtwarenkorb in der Vorspeise? Mein Pflichtwarenkorb in der Vorspeise waren Champignons, Forellen und Tofu. Und von den drei Lebensmitteln musste ich mir halt eine Zutat aussuchen. Können Sie auch alle drei nehmen? Nein, kann ich nicht. Richtig, genau. Ich muss eine davon nehmen und die dann halt in meine Vorspeise verarbeiten. Gut. Dazu, halt zu dem Pflichtwarenkorb, habe ich halt auch verschiedene Brühen. Einmal eine Geflügelbrühe und einmal eine dunkle Brühe. Die werden Ihnen gestellt? Genau, die werden mir auch gestellt, auch zur freien Verfügung. Mhm. Wo ich sie verwende, ist dann wiederum halt egal. Mhm. Und die haben Sie in die haben Sie in unbegrenzter Menge zur Verfügung? Nein, ich habe pro Lebensmittel eine Maximalbestellmenge. Halt dementsprechend halt auch den Preis angepasst. Und der Gesamtpreis meines Menüs darf halt 50 Euro nicht überschreiten. Für wie viele Personen müssen Sie kaufen? 6 Personen. Für 6 Personen? Genau. Und dann überlegt man sich halt, okay, was nehme ich dann für Zutaten, damit es passt vom Menü her, aber halt auch vom Preis nicht zu teuer wird. Mhm. Und in meinem Fall habe ich halt dann mich für die Champignons in der Vorspeise entschieden. Okay. Also Sie machen eine, was in der Vorspeise? Eine Champignonsuppe. Eine Champignon-Cremesuppe? Na, Champignonsuppe. Also keine Sahne? Doch, mit Sahne, aber nicht als Cremesuppe explizit ausgeschrieben. Gut, Champignon-Cremesuppe ist immer mit Sahne. Ja. Also de facto, Sie haben es nicht so aufgeschrieben, genau. Aber es ist eine Champignon-Cremesuppe. Es ist eine Champignon-Cremesuppe, okay, alles klar. Also für alle Azubis, die zuschauen, ihr seht am Warenkorb in der Regel schon, was die Prüfer sehen möchten. Ne? Also wenn die eine Forelle in der Vorspeise haben und Champignons und was war es bei Ihnen, Tofu? Tofu. Okay, Tofu ist jetzt relativ neu dazugekommen, das gibt es noch nicht so lange, aber Champignons und Forellen, ich glaube, das hattest du sogar in deinem Warenkorb, oder Stefan? Mhm. Nee, Tofu nicht, aber du hattest Champignons und sowas. Ja, Forelle auch, ja. Also deine Prüfung ist wie lange her? Fast 20. Ja, 20 Jahre, 15 Jahre. Ja, 12 Jahre her. Ja, also Stefans Prüfung ist 12 Jahre her und da gab es das auch schon. Also ihr seht schon, da ändert sich nicht viel. So, jetzt, ne, ihr habt also drei Teile, die ihr dann aus dem Hauptgang, also ein Teil von dreien, den ihr aus dem Hauptgang, aus in der Vorspeise auswählen könnt. Und dann hat sich der Marlo für eine Champignon-Cremesuppe entschieden. Champignon-Suppe. Sie müssen das rezeptieren, ne? Genau. Logischerweise, klar. Und dann im Hauptgang, was müssen Sie da machen? Oder was hatten Sie da zur Auswahl im Pflichtwarenkorb? Im Pflichtwarenkorb hatte ich Kalbsrücken, ja. Schweinefilet und Maishähnchenbrust hatte ich. Okay. Da, in dem Fall, habe ich mich für den Kalbsrücken entschieden. Okay. Weil damit kann ich relativ viel anfangen, relativ viele Möglichkeiten der Zubereitung. Wie werden Sie den zubereiten? Ich werde den im Ganzen garen, dann mit einer Kräuterkruste gratinieren und dann halt davon Steaks runterschneiden. So, Steaks werden ja geschnitten und dann gebraten, also in dem Fall wären es Tranchen. Tranchen, ja. Ja, okay. Gut. So, dass dann jeder halt eine Tranche von dem gratinierten Kalbsrücken mit Kräuterkruste. Okay, gut. Und dann im Dessert haben Sie was als Pflichtware? Im Pflichtwarenkorb hatte ich dunkle Kuvertüre, Erdbeeren und Milchreis. Ja. Also gut, okay, da ist auch klar, was Sie sehen wollen. Ne? Also entweder wollen Sie einen Milchreis sehen oder so einen Milchreis-Flammery oder Sie wollen eine Mousse au Chocolat sehen. Ja? Also die dunkle Kuvertüre. Mhm. Was war das dritte? Erdbeeren. Erdbeeren, ja gut, okay, da kann man auch eine ganze Menge draus machen. Ne? Also Erdbeeren, Romanow, also Sie wollen halt wirklich die Klassiker sehen in der Regel, ne? Die Prüfer. Okay, und dann gibt es ja auch noch einen Zusatzwarenkorb. Da ist was drin dann? Den Zusatzwarenkorb? Ja. Den Zusatzwarenkorb? Oder gibt es den gar nicht mehr? Den gibt es gar nicht mehr. Leck mich am Arsch, den gibt es nicht mehr, Stefan. Da kann ich nämlich jetzt freie Zutaten auswählen. Ach, echt? Was ich sonst noch so brauche. Aber eine also, Besonderheit. Ich kann mich daran erinnern, zu unserer Zeit gab es auch so einen Zusatzwarenkorb. Was meinst du denn? Ich kenne das auch nicht so, dass man dann noch ganz viele weitere Lebensmittel hat. Ja, aber aus einer Liste? Ja, nein.
Ja, aus einer Liste. Ja. Nee. Aus einer Liste. Also man durfte jetzt nicht alles aussuchen. Richtig. Du durftest nicht alles aussuchen? Nein. Du hast den Pflichtwarenkorb auf der linken Seite gehabt, da standen die drei Sachen fettgedruckt drin. Und auf der rechten Seite war ein neuer Zettel, da standen dann, was weiß ich, Sellerie, Möhren, Zwiebel, genau. Petersilie, Knoblauch, solche Sachen, die man halt als Verbrauchsartikel so brauchte. Ja. Ja? Das gab es auch noch, ja? Aber du durftest nur von diesen Sachen was raussuchen. So. Durftest du nicht einfach so... Bärlauch! Ja? Nein. Nein, das ging nicht. Das war nicht möglich. Es gab einen festen Zusatzwarenkorb. Und wenn du den noch dazu genommen hast, dann wusstest du garantiert, was sie sehen wollen. Also Zusatzwarenkorb gibt es nicht mehr, haben wir gerade geklärt. Ne? Also zu Stefan, zu meiner Zeit war es noch so, dass man noch einen Zusatzwarenkorb bekommen hat, wo man also, sag ich jetzt mal, Sachen, die als Beilage fungieren würden, aussuchen kann. Jetzt, heute ist es so, ja, also auch für alle Azubis, die aus NRW jetzt gerade hier Recklinghausen, Gelsenkirchen, Bottrop zuschauen. Ihr dürft euch einfach eine Beilage oder irgendwelche Zusätze ausdenken, ja, und dürft die dann dazu schreiben und das bekommt ihr dann geliefert. Genau. Okay, gut. Ja, und dann gibt es noch eine Pflichtveranstaltung jedes Mal. Also die wollen ja, was weiß ich, einen Brandteig sehen oder sonst irgendwelche Geschichten. Und was ist es bei Ihnen? Ich muss ein Biskuit verwenden in meinem Menü. Okay. Sonst noch irgendetwas, was Sie noch verwenden müssen? Also Sie müssen nur ein Biskuit machen. Genau. Und es ist dabei egal, ob Sie den in der Vorspeise, im Hauptgang oder im Dessert machen. Ja. Ja, Sie wollen nur sehen, dass Sie ein Biskuit machen. Ja. Und Sie machen den wann? Ich mache mein Biskuit im Dessert. Okay. Was wird das Dessert? Das Dessert wird eine Biskuit Mascarpone Orangencreme Schichtung mit einer dunklen Ganache. Uiuiui. Also ich wäre beim Dessert schon raus, möchte ich mal eben sagen. Aber wir sind jetzt gleich live dabei, wenn der Herr Gieser das für uns alles zubereitet. Ich werde ihn da ein bisschen begleiten. Es ist ja nämlich jetzt so, die Prüfer achten auf der Prüfung auf verschiedene Dinge. Die achten einmal darauf, wie ist der Arbeitsplatz aufgebaut, wie ist der, in welcher Konstitution befindet sich der Auszubildende, ist der vernünftig gekleidet. Ne? Denken Sie an das Halstuch. Ne? Ja. Ja, genau. Trägt keiner mehr. An alle Prüfer, die zugucken. Keine Sau trägt diese Dinger in der Küche mehr. Aber ihr wollt sie auf der Prüfung sehen. Schafft es doch ab, bitte. Ja? Das ist genau wie Kochmütze. Ja, eine Kochmütze, ja. Okay, das verstehe ich ja noch. Ne? Ja. Wenn du da jemanden rumrennen hast, der Haare bis zu den Schultern hat, ja, und der die nicht gelernt hat, hochzubinden, dann mach eine Kochmütze. Eine Kochmütze hat einen hygienischen Sinn. Das hier, dieses Schweißtuch, also weiß ich nicht. Worauf achten die noch? Sind die Hände sauber? Sind deine Messer sauber? Hast du den Posten vernünftig aufgebaut? Das heißt, es ist eine Anti-Rutsch-Beschichtung unter dem Brett. Ne? Wenn das Brett keine Füße hat, hast du einen Tischmülleimer und so weiter. Also wie organisiert sich der Auszubildende überhaupt in der Küche? Ja. Weil in der Prüfung geht es nämlich darum, der Prüfer muss feststellen, ob sie nach der Prüfung in einer Küche zurechtkommen. Ganz einfach. Der bescheinigt ihnen, dass wenn sie jetzt irgendwo anders die Lehre gemacht haben, der bescheinigt ihnen quasi damit, wenn ich sie dann einstellen würde, dass sie zumindest das Grundverständnis vom Kochen haben. Das bescheinigt ihnen der Prüfer. Ja. Wobei, die Prüfung ist auch nur eine Momentaufnahme. Ne? Also ich meine, aber gut, ist wichtig. Ne? Okay, dann machen wir unten weiter. Wir sehen uns gleich. Okay, dann sind wir jetzt hier unten angekommen an Ihrem Arbeitsplatz. Ich assistiere Ihnen nur, ich stelle Ihnen zwischendurch Fragen. Ich habe Sie vorhin schon gefragt, womit wollen Sie beginnen? Also ich gehe noch einmal ganz kurz im Menü durch. Ich habe den Warenkorb einmal hier, nur dass ihr das einmal seht. Ich auf die heiße Herdplatte legen, das wäre schlecht. So sieht das aus. Ja? Okay. Und hier steht dann genau drauf, ne? Also Hauptkomponenten, wählen Sie je Hauptgang eine Komponente aus, die maximale Menge wären jetzt in Ihrem Fall 700 Gramm Champignons. Ja. Ja? Zu 3,50 Euro das Kilo. Okay? Dann haben Sie sich einen Kalbsrücken ausgesucht, zu 14,50 Euro das Kilo. Sie dürfen maximal 1,6 Kilo Kalbsrücken verwenden. Hier steht jetzt nicht drin, ob das parierter Kalbsrücken ist oder unparierter, so wie dieser hier. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass der unpariert ist. Ja. Ja? So, dann haben Sie noch zwei Brühen zur Verfügung. Sie haben eine Geflügelbrühe und eine braune Brühe. Die haben wir hier vorne. Und zwar jeweils einen Liter haben Sie zur Verfügung. Ne? Die haben Sie auch voll ausgeschöpft, richtig? Nein. Sie haben wie viel genommen? 400 dunkle Brühe. Ja. Und 400 Geflügelbrühe. Okay. Gut. Dann haben wir
Erdbeeren, Zartbitterkuvertüre und Milchreis. Bei Ihnen ist es die Kuvertüre zu 15 Euro das Kilo. Sie haben das teuerste gegriffen. Ja. Oder haben Sie gar nicht auf den Preis geachtet? Nein. Sie haben nicht auf den Preis geachtet? Im zweiten Augenblick habe ich auf den Preis geachtet. Okay, und das dann, Sie haben dann Ihr Menü einmal kalkuliert und haben festgestellt, passt rein. Ja. Und wenn es nicht reingepasst hätte, hätten Sie den Milchreis genommen zu 1,65. Nein, dann hätte ich irgendwie die Zutaten anders geschoben von der Gewichtung her. Ja, okay, also dann Sie hätten am Gewicht geschraubt. Genau. Ja? Alles klar. Okay, also, was ich damit sagen will ist, ihr müsst euch euer Rezept selber ausdenken. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ihr im jungen Koch nachguckt. Ne? Klar, die Zutaten, was reinkommt, ja, aber die Menge müsst ihr selber variieren. Ja. Ja, und bei bindenden, also bindungsgebenden Zutaten wie Gelatine, ja, Speisestärke, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Da müsst ihr schon euch ans Rezept halten. Ja? Also das nur mal so als Hinweis. Okay, also ich habe vorhin schon einmal mit dem Herrn Gieser besprochen, womit wir anfangen. Und er hat mir gesagt, er fängt mit der Champignon-Cremesuppe an. Ich habe ihn gefragt, warum? Weil er sagte, es gab jetzt keinen speziellen Grund, er fand, das war eine gute Idee, ne? Ja. Okay. Im ersten Augenblick, ja. Ja, ja, okay. Also ihr habt 3 Stunden Zeit, ja? 3 Stunden haben Sie Zeit für die Prüfung. Sie kommen hin, der Posten ist noch nicht aufgebaut und es ist alles kalt. Ne? Ja. Das ist die Situation. Und ihr müsst euch überlegen, was dauert am längsten von euren Gerichten? Sie haben Makärkartoffeln, Sie haben Kalbsrücken, Sie haben also Dinge, die lange dauern. Ja. Und damit fangen wir auch an. Also, was dauert bei Ihnen am längsten? Ja, der Kalbsrücken und die dazu entsprechende Soße. Genau. Und halt meine Makärkartoffeln. Und die Makärkartoffeln. Also würden wir damit anfangen. Genau. Gut, womit wollen Sie anfangen? Mit den Kartoffeln? Ja. Dann fangen wir mit den Kartoffeln an. Ich lasse Sie jetzt erstmal in Ruhe. Sie schälen die Kartoffeln. Das ist auf der Prüfung auch nicht üblich, ne? Dass Ihnen da jemand hilft. Ne? Das wäre ganz angenehm. Bitte? Ich glaube, es wäre aber ganz angenehm. Ja, das wäre ganz angenehm. Das kann ich mir vorstellen. Also da rennen die Prüfer rennen die ganze Zeit da rum, ne? So ist das nicht, ne? Und dann stellen sie auch schon mal dahin, ne? Und dann kriegst du auch schon mal so einen Klopfer. Bisschen guten. Ne? So, jetzt haben sie die Kartoffeln geschält, ne? Ja. Okay. Für euch macht euch immer so einen Tischmülleimer, ja? Also so einen Eimer, wo, also so ein Behältnis, wo ihr Sachen reintut, die ihr nicht mehr weiterverarbeiten könnt. Und einen Eimer, wo ihr Sachen reintut, die ihr weiterverarbeiten könnt, wie Karottenschalen, Sellerieschalen etc. Ja? Weil der Prüfer, wenn er auf Zack ist, wird das fragen. Der wird fragen, warum haben Sie da 2 stehen? Dann sagst du, das kommt in den Fond, das kommt in Müll. Ja? Ja? Okay. Jetzt haben Sie die Kartoffeln geschält. Die sind ja unterschiedlich groß, ne? Ja. Was machen wir? Kleinschneiden. Okay. Oder passend zuschneiden. Ja. Wenn jetzt der Prüfer daneben stehen würde, wie würde man das denn, der Fachausdruck für in Form bringen ist? Ein passendes Messer dafür. Dieses. Wie nennt man dieses Messer? Das ist ein Turniermesser. Richtig. Man turniert. Man turniert, genau. Macht man heute eigentlich nicht mehr. Macht man heute, also... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wird nur noch in Frankreich gemacht. Ja, also in Deutschland kenne ich... Und in der Zwischenprüfung. In der Zwischenprüfung muss es auch noch machen, ne? Genau. Da ist Aufgabe Kartoffelturnier. Ja, super. Fantastisch. Okay, jetzt haben Sie die alle gleich groß ungefähr. In etwa, ja. Dann gehen die rein. Und Salzwasser geben wir die mal rein. Genau, ich wechsle einmal hier so ein bisschen. So, jetzt machen Sie den Kalbsrücken, ne? Genau. Das ist schon wieder zu viel, was ich gemacht habe. Das dürfte ich eigentlich nicht. Aber mach mal. So, dann fangen wir mal an. Also, für euch, das ist ein Kalbsrücken unpariert, noch mit Fettdeckel, mit Kette, mit allem, was dazugehört, ja? Okay, es gibt auch noch den sogenannten Hotelschnitt, da ist dieser Deckel hier oben runter. Ja, den kann man auch so schon fast abziehen, ne? Ja. Wenn man das möchte. Macht das in der Prüfung nicht. Warum nicht? Nein, macht das nicht, weil die wollen sehen, dass sie das sauber, dass sie das. Es geht um Kontrolle, ja, und Reißen und Präzision. Ja. Und Reißen hat nichts mit Präzision. Okay. Ja, okay. Das heißt, ich kann dann hier mit dem Messer so ein bisschen. Genau, nachgehen. Sie arbeiten das, genau, richtig. Mit was für einem Messer macht man das? Das ist jetzt ein Ausbeiner. Das ist ein Ausbeiner, genau. Aufpassen, dass man nicht in das Fleisch hineinschneidet, ne, sondern dass man quasi die Sehne darunter streichelt. Ne?
Das war der Fettdeckel. Ja. Ja. Jetzt geht's weiter, indem ich hier gucke. Dass ich jetzt mal so ein bisschen Struktur reinbekomme. Das, was Sie jetzt vorhin gemacht haben, Sie haben hier oben in die Sehne reingeschnitten, ja? Warum haben Sie das gemacht? Um zu gucken, auf welcher Seite ich bin und dass hier die Kette abgeht. Die Kette ist auf der Seite. Das heißt, wenn Sie jetzt umdrehen, drehen Sie mal um. Da ist die Kette. Ach so, da ist die Kette, ja. Ja? So. Aber hier ist dieses Flankenstück. Genau, richtig. Das können Sie gleich rausnehmen. Aber das sieht man ja hier an der Seite. Ja. Ja, das heißt also, hier ist der Kern des Rückens und hier ist das angesetzt. Sie sehen das hier an den Faszien, ja? Da, sehen Sie? Da müssen Sie rein. Genau. Okay? Aber das haben Sie nicht gemacht. Sie haben hier oben drauf geschnitten und zwar in der Mitte. Ja. Sie hätten genau in den Rücken reingeschnitten. Nicht machen. Ne? Ja. Das, was Sie weghaben wollen, ist an der Seite. Ja. Okay. Das heißt, also dann genau, drehen Sie es um, dann sehen Sie es besser. Okay, jetzt kann ich ja hier genau. Im Endeffekt so aufklemmen. Jetzt lösen Sie das. Richtig, wunderbar. Können wir jetzt hier jetzt dann eins nach dem anderen. Ja, fantastisch. Sehr gut. Also wir haben jetzt, ich zeige euch das einmal. Sie machen ruhig weiter. Achso. Ich zeige das nur einmal hier ganz kurz. Das ist der Deckel, also oben das Fett vom Kalbsrücken. Ja. Also, oder wenn ihr einen Rumpsteak zu Hause hättet jetzt, ja, dann wäre das die Fettkante. Ja. Dann haben wir hier die Kette. Ja, wenn wir die noch sauber parieren hier, ne, also wenn dann hier noch das Fett runterkommt, dann ist das ein ganz hervorragendes Stück Fleisch. Ne? Das kann man ganz, ganz toll, rosa braten. Und hier haben wir die andere Seite. Ne? Hier, das ist auch nochmal ein schönes Stück. So, das war an der Seite des Kalbsrückens. Das Fleisch kann man auch noch rausnehmen. Ne? Also, ich meine, diese Sehnen hier, die kann man rausnehmen. Das hier vorne kann man abnehmen, kann das alles separat, kannst du ein Geschnetzeltes draus machen, ja? Also bloß nicht wegschmeißen, ne? Das ist um Himmels Willen, ne? Sondern wir schneiden das gleich ein bisschen zurecht für Ihre Soße, nehme ich an. Genau. Ja? Gut. Und was der Malo jetzt macht, der gesamte Vorgang hier nennt man Parieren. Ja, also das Säubern des Fleisches von Sehnen, die nicht gut zu beißen sind, also die ein unangenehmes Mundgefühl machen würden. Also auf der Prüfung, der Prüfer steht nicht die ganze Zeit neben euch, ne? Also das nur mal so. Also die stehen irgendwo in der Küche rum und beobachten euch, die sehen schon eine ganze Menge, aber die stehen nicht die ganze Zeit neben euch. Ne? Also jetzt nicht so wie ich gehe mir jetzt hier gerade ziemlich auf die Nerven, aber... Also, der Malo ist jetzt so gut wie durch mit seinem Stückchen hier. Nur noch die finalen Schnitte. Ja. Und dann, okay. Das damit weg. Ja, okay. Der Rest, das kann so bleiben. Drehen Sie einmal um, bitte. Gut, wunderbar. Jetzt würde man davon, also in der Berufsschule bzw. in der Prüfung kriegen Sie genau 1,6 Kilo, das, was Sie bestellt haben. Kriegen Sie abgewogen, kriegen Sie hingestellt. Okay? Und wir schneiden jetzt einmal, Sie portionieren sich das einmal so, wie Sie das brauchen, bitte. Jetzt machen wir mal... Ja, ist jetzt, wir wiegen das jetzt gerade nicht, ne? Sondern das ist jetzt einfach nur, wir machen das jetzt hier einmal auf Optik. In der Prüfung ist das abgewogen. Machen wir das ein Stück. Gut. So. Den legen wir mal beiseite. Gut. So, jetzt haben Sie ja hier vorne die Parüren. Genau. Ja? Was machen Sie damit? Daraus setze ich jetzt mal eine Soße an. Sie setzen sich eine Soße an. Topf haben Sie ja schon aufgestellt, ja. Ne? Und der ist auch schon heiß. Aus was setzen Sie die Soße an? Am besten aus den Sehnen und Fleischstücken. Genau, dann holen Sie die mal da raus. Das, was Sie für die Soße, definitiv für die Soße verwenden, und für nichts anderes. Weder für, was weiß ich, Kalbsbällchen, Hackfleisch, genau. Etc. Ja? Ja. Okay, wunderbar. Dann nehme ich das. Würden Sie den Fettdeckel auch mitnehmen? Nein, den Fettdeckel. Warum nicht? Weil es ja nur reines Fett ist. Es ist Fett, genau. Aber könnte man den verwenden? Ich könnte den reinschmeißen, aber der würde sie ja im Endeffekt auflösen und ich hätte nur noch Fett. Ja, Soße. Auflösen wird er sich nicht, aber, ja, aber es würde Fett in die Soße kommen. Genau. Ne? Also die würde oben aufstehen. Ja. Wäre also kein Effekt. Genau. Können Sie das in einen großen Soßenansatz schmeißen, der in der Küche sowieso läuft? Eigentlich ja auch nicht, weil es ja auch wieder nur sich ausläuft und doch, oben aufläuft. Können auf... Sie. Das können Sie machen. Da ist ja immer noch Fleisch dran, ne? Also hier ist ja immer noch... Schauen Sie mal, hier ist ja immer noch Fleisch dran, dazwischen auch. Ja. Und hier auch. Okay, das heißt also,
Wenn wir das jetzt hier, ich darf mal eben ganz kurz, wenn wir das jetzt hier einmal so durchschneiden, ne? Schauen Sie mal. Ja. Ja, doch. Ja? Damit hätte der Prüfer Sie jetzt gekriegt. Er hätte gesagt so, ey, ja. Das wollte er wegschmeißen. Ja. Ja? Also, das nimmst du mit, schneidest du klein, ja? Und nimmst das mit rein. Guck mal. Ja. Also der muss mit. Okay? Das, was nicht mit muss, ist das hier. Fettkante, genau. Ja. Das, was hier ganz dünn ist, ne? Wo du so durchgucken kannst. Ja? Das nimmst du weg. Ne? Ja. Ab da ist kein Fleisch mehr. Da ist kein Fleisch mehr. Das kannst du wegtun. Okay? Oder kannst du verwenden, wie man das auch immer möchte. Ja? Kann damit einen Grill einfetten oder was weiß ich was. Ja? Aber das ist tatsächlich für uns jetzt so nicht mehr zu gebrauchen. Wir können das, man könnte das durch einen Fleischwolf lassen, ja, und eine Bolognese dazugeben. Mhm. Ja? Also nicht wegschmeißen in den Müll, sondern halt nicht für fein, genau, nicht für Soßen. Ne? Dafür nicht verwenden. So, und das hier, das verwendest du mit. Mit zusammen mit deinen Sehnen. Weil das hier ist ein Fettgeber und die Sehnen, was haben die? Die haben ein Gelatin. Richtig. Sehr gut. Genau richtig. Wunderbar. Da ist der Topf. Ich habe den schon mal so hier. Ne? Wofür? Was denn? Wofür? Dass du, er wollte jetzt Fett reinmachen. Wofür? Um die darin anzuschätzen. Aber was? Keinen Sinn, ich habe gedacht, ja. Okay. Das heißt, alles klar, ne? Ja. Rein. Go. Bisschen weniger von Anfang, sonst fängt das nämlich an zu kochen. Ne? Auf die Flamme und Feuer. Genau. So, Möhren, Zwiebeln, Sellerie schneiden Sie dann noch dazu. Ja. Das kommt wieder ins Kühlhaus, ne? Ja. So wie Sie es brauchen. Das geht dann als Fabian. So, wir haben jetzt hier gerade die Situation, deswegen, ich habe das jetzt hier gerade einmal kurz gestoppt. Genau so wird das auf der Prüfung aussehen. Du machst irgendwas, hast irgendwelche Sachen im Kopf. Und dann lässt er das so stehen. Qualmt wie Sau, du hast deine Kelle da drin liegen lassen. Ja? Sie wollten jetzt gerade da vorne hingehen und wollten irgendwas anderes machen? Oder habe ich Sie... Nein, ich wollte... Was wollten Sie machen? Ich wollte jetzt umrühren, damit es halt von allen Seiten gleich ist. Okay, ja, dann mach mal. Weiß ich ja. Wir sind uns angesetzt. Ja, aber das ist ja Absicht, das wollen wir, ne? Okay, wunderbar. Und jetzt dann eventuell gleich dann die anderen... Das hier niemals machen. Das wird immer heiß. Genau. Ja. Deswegen legst du das schön zur Seite. Ne? Und wenn du jetzt was anderes machst, weil das noch nicht vorbereitet ist hier, ja, gehst hin und drehst es auf klein. Nicht Vollgas weiterlaufen lassen. Okay? Jetzt machst du den Rest fertig. Die Stücke kann ich jetzt auch schon mit direkt reingeben. Können Sie mit reingeben jetzt, ja. Legen Sie oben drauf, genau. Wunderbar. Verteilen. Sehr schön. Und jetzt den Rest des Gemüses vorbereiten. Brett immer einmal sauber machen zwischendurch. Ne? Machen wir. Ich mach das. Ich hole Ihnen das. Der Herr Gieser ist jetzt gerade unterwegs, der wäscht jetzt gerade einmal den Lauch. Für den Soßenansatz Möhren, Zwiebel, Sellerie. Ja. Let's go. So, Gemüse ist geschnitten. Genau. Ja? Und dann geht's da rein. Auf der Prüfung haben Sie natürlich einen größeren Topf, ne? Ist klar. Ja. Ja. Okay. Das röstet jetzt, ne? Genau. Was machen Sie jetzt? Jetzt gucke ich, ob die Kartoffeln gar sind. Ja. Ja. Sie sind jetzt gerade mit ihrem Messer in einen kochenden Topf gegangen und haben damit auf den Boden gepiekst. Ich habe in die Kartoffeln gestochen. Ja, und haben den Boden berührt. Ich habe das genau gehört. Das tat mir ein bisschen weh. Machen Sie das nicht. Sie haben da eine Schaumkelle. Ja, dann nicht. Ja, genau, Sie haben eine Schaumkelle und dann können Sie mit dem Messer rücken. So. Mit dem Messer rücken? Mit dem Messer rücken, gucken, ob es gar ist. Und ist gar? Ist gar. Ah, okay. Ist wieder zurück. Gut. Wunderbar, ja. Heiß, ne? So, also schütten wir die jetzt ab. Genau. Und dann machen wir die Macke, ja? Ja. Gut. Okay, Kartoffeln haben Sie jetzt, ne? Genau. Und jetzt werden die Kartoffeln gepresst. Was ist das für eine Presse, die Sie da gerade verwenden? Eine Spätzlepresse. Das ist eine Spätzlepresse. Okay, ich wollte es nur einmal anmerken. Nee, weil die andere, die klassische Kartoffelpresse, da fehlt das Gegenstück. So, so.
unten gerade. Aber die erfüllt ihren Zweck ja auch. Ja. Für das, was wir vorhaben, auf jeden Fall. Ich kann das jetzt runter jetzt hier noch den hier, ne? Einfach. Warten noch da rein. Nicht zu viel, ne? Maximal. Das jetzt auch noch ein bisschen mit anspitzen. Okay, was machen Sie damit? Das dämpfe ich jetzt ab. Was heißt das? Das heißt, dass die Kartoffelmasse in dem Fall dann die Flüssigkeit verliert. Okay, und wie machen Sie das? Ich mache das jetzt im Kombi bei 140 Grad. Wie lange? Circa 5 Minuten erstmal, um dann zu gucken, wie es aussieht. Okay. Also ich erkläre das einmal, warum wir das oder warum er das macht. Die Kartoffel hat logischerweise im Garvorgang, im Kochen Wasser aufgenommen. Und ihr wollt ja bei einer Makrelkartoffel, dass die nachher ein schönes Plätzchen hat, das nicht auseinanderfällt, das nicht zerfließt oder wie auch immer. Jeder, der das schon mal gemacht hat als Koch, weiß, was ich meine. Und wenn das passiert, wenn die Kartoffelmasse zu nass ist, ja, dann müsst ihr mit Stärke arbeiten. Das heißt, ihr fangt dann an, Mondamin dazu zu geben und Mehl. Ach, ich habe die dollsten Tricks gesehen. Okay? Das passiert nicht. Wenn ihr die Sachen im Kombi abdämmt. Das bedeutet also im Konvektomat oder im Backofen, ihr das nochmal der gepressten Kartoffel Hitze gebt, sodass die ganze Flüssigkeit weg ist, Feuchtigkeit weg ist, die meiste. Und dann gebt ihr dem Ganzen ja nachher Eiweiß, ne? Also Ei als Kleber. Ja. Ne? Und es kommen ja nochmal Zwiebeln und Speck dazu, da ist ja auch nochmal Wasser drin. Deswegen muss die Kartoffel schön trocken sein. Okay, was machen Sie jetzt? Jetzt habe ich das Tomatenmark mit angeschnitten. Okay. Jetzt lösche ich es mit Rotkern auf. Gut. Wie viel Rotwein haben Sie im Rezept? 300 Milliliter. 200? 300. 300 Milliliter. Das ist eine halbe Flasche dann. Ja. Ich lösche aber zweimal. Ja, ja, das ist ja auch, das ist ja auch, das macht ja auch Sinn. Was machen wir jetzt? Jetzt bereiten wir die restlichen Zutaten für die Makrelkartoffeln vor. Let's go. Das. Was brauchen Sie dafür? Schauen Sie mal. Ne? Das habe ich Ihnen jetzt gerade hingerichtet. Ja. Okay, mea culpa. Ne? Gehört das aufs Brett? Nein. Weg damit. Gehört das hier aufs Brett? Nein. Weg damit. Ja, alles, was Sie nicht brauchen, sofort weg. Ja, weil sonst sieht Ihr, also sonst sieht Ihr Posten nachher aus wie ein Handgranatenwurfstand. Ja, das geht nicht. Okay. Ja, also immer ordentlich und sauber arbeiten. Okay, gut. Ich brauche für die Makrelkartoffeln den Bacon. Ja. Fein geschnitten. Ja. So. Gut. Und Petersilie. Okay. Zwiebel haben Sie nicht mit drin im Rezept? Nein. Gut. Darf ich hier nochmal ablöschen? Ja. Ja. Muss aufpassen, ne? Wenn die Soße einmal, sobald Tomatenmark drin ist, ja. Dass sie nicht zu bitter wird. Ja. Ist ja schon hier unten so ein bisschen angesetzt, ne? Ja. Also es war eine halbe Flasche Rotwein tatsächlich, war auch vorher schon nur eine halbe Flasche von der Menge her. Ne? Sie machen weiter. Ja, ich rühre das hier noch einmal ganz kurz durch. Nein, also besser wäre es, wenn Sie den Ansatzvorgang erst beenden. Ja? Also wenn Sie genug Flüssigkeit drauf haben, dass Sie auch wirklich vom Herd weggehen können. Ja. Wenn Sie das zeitgleich machen und es brennt Ihnen an, Sie haben jetzt da eine halbe Stunde Arbeit reingesteckt, die Zeit kriegen Sie nicht wieder, die ist weg. Ja. Ne? Bleibt das roh oder machen Sie damit irgendwas? Nein, ich schwitze es gleich in der Pfanne an. Okay. Den Bacon zumindest. Die Petersilie lasse ich jetzt roh, weil ich bereite die dann ja nachher nochmal ab dem Weg her. Ja, die bereite genau. Ja, ja. Dann da jetzt den Bacon rein. Also. Wir haben jetzt hier den Speck schön ausgelassen. Der Herr Gieser hat die Petersilie geschnitten und seine Soße läuft hier. Jetzt dafür haben Sie die braune Brühe gedacht, richtig? Genau. Braune Brühe ist bei uns eine Jus, ja? Dann nehmen Sie die einmal und füllen auf. Okay? Und das lassen Sie jetzt... Das will ich jetzt ein bisschen köcheln lassen? Köcheln oder ziehen lassen? Ziehen lassen. Das heißt Flamme aus. Ja, oder Flamme oder klein, oder ne? Flamme klein, ja. Genau. So. Und was für Gewürze haben Sie dafür gedacht? Ich hätte jetzt Rosmarin gedacht, weil ich eine Rosmarinsoße machen will. Aber das kommt ja zum Schluss.
Ja. Salz und Pfeffer. Okay. Für alle, die das gleiche gedacht haben wie der Herr Gieser, in einen Soßenansatz gehört immer rein. Wacholder, Lorbeer, Sternanis, Piment. Genau. Ja. Ja, es gehört da rein. Ja. Okay, alles klar. Wird trotzdem lecker, keine Frage, ne? Ja. Aber gehört da rein. Okay, also jetzt machen wir die Macke weiter. Ne? Sie haben was gemacht? Sie haben den Speck ausgelassen, Sie haben die Petersilie gehabt und dann haben Sie da vorne? Ein Ei getrennt. Ein Ei getrennt. Ja. Und ich habe vorhin schon einmal gefragt, ne? hätte man nicht das Ganze nehmen können? Ja. Hätte man nehmen können? Gut. Hätte man nehmen können, alles klar. Das ist die geschnittene Petersilie, ja? Ich sollte sie noch feiner hacken. Das würde ich auch so sehen. Okay. Ich will sie nicht vorführen, ne? Das ist wirklich nur, ich mache das, weil genau das wird dann nachher bewertet. Die Frage ist, was Sie wollen. Wollen Sie einfach nur bestehen oder wollen Sie eine richtig gute Note haben? Ich will die bestmögliche Note haben, die ich kriegen kann. Okay, also. Dann mach es auch so, wie du es wirklich kannst. Ich hole mal Ihre Kartoffeln aus dem Ofen, ne? Weil die waren gerade schon fertig. Oder wollen Sie es mit der Hand machen? Nein. Können ein bisschen warm werden. Ja, ein bisschen ist gut. So, probieren Sie die Masse einmal bitte. Ob da genug Salz dran ist. Jetzt, ja. Ja. Ist genug. Okay, weil Sie geben ja gleich noch den Speck dazu, ne? Alles klar, wunderbar. Dann, go ahead. Entschuldigung für das Denken, es tut mir leid. Gut warm. Ja, das kommt aus dem Backofen. Ne? Ich weiß ja nicht, wo Sie herkommen, ne? Aber da, wo ich herkomme, sind Dinge, die aus einem 140 Grad heißen Backofen kommen, heiß. Schöne, trockene, also geschmeidige Masse, ne? Sag ich jetzt mal. Sehr gut. Okay, wollen Sie die direkt rausholen? Oder? Ja. Jetzt wird die Arbeitsfläche bemehlt mit was? Mit Stärke ist das. Kartoffelstärke in dem Fall. Speisestärke, ja. Speisestärke. Zu viel? Das ist übrigens keine Kartoffelstärke, das Mondamin, ne? Was Sie genommen haben. Ja, das aber ist Mais. Das ist keine Kartoffelstärke. Das ist Mais. Das ist Mais. Ich dachte, es wäre Kartoffelstärke. Ja, das denken viele. Jetzt haben sie wieder was, womit sie auf einer Party klingscheißen können. Ne? Okay, Herr Gieser, ich. Ja, mach mal weiter. Lass doch das Brett die Arbeit machen. Darf ich? Ja? Bitte. Mal hin. Das ist doch schon, Sie haben das doch schon so gut geformt. Ja? Dann lass doch das Brett ist gerade. Ja? Ihre Finger nicht. Dann lass doch das Brett die Arbeit machen. Je mehr du das über das Brett rollst, umso runder wird das. Und umso gleichmäßiger wird das auch. Ne? Und nicht draufdrücken, sondern wirklich nur auflegen. Und jetzt holen Sie mal ein Blech, genau. Halt das ein bisschen hoch. So, wunderbar. Und jetzt zack, zack, zack. Wunderbar. Sehr schön. Fett. Gleichmäßig. Sehr gut. Wenn du das morgen so hinkriegst, sehen die schon mal nicht schlecht aus. Wäre schon mal gut. Abdecken oder nicht abdecken? Nicht abdecken. Warum nicht? Weil wenn ich sie abdecke, die Kartoffelmasse ist ja noch warm, dann entsteht Kondensfeuchtigkeit und dann habe ich wieder eine nasse Kartoffelmasse. Sehr gut. Sehr gut. Also, wir haben jetzt einmal das Brett einmal sauber gemacht. Wir haben jetzt die Sachen geholt, die jetzt als nächstes anstehen. Sie haben sich in Ihrem Zeitplan was überlegt? Dass wir jetzt zuerst mit dem Kalbsrücken weitermachen. Warum? Dass wir den dann auf Kerntemperatur garen können. Bei wie viel Grad würden Sie den schieben? Sie haben jetzt noch 2 Stunden Zeit. Ich würde den bei 60 Grad schieben. Und wie viel Grad Kerntemperatur? 48 Grad Kerntemperatur. 48 Grad. Ja. Sag ich Ihnen, jetzt ist es zu wenig. 48 Grad wäre, wenn Sie den bei 140 Grad schieben würden. Wenn Sie den bei 60 Grad schieben, dann mache ich 55 Grad. Machen Sie 55 Grad Kerntemperatur. Ja. Okay. Also Kalbsrücken anbraten und was als nächstes dann? Danach die Kräuterkruste für den Kalbsbraten. Gut, wunderbar. Dann legen Sie los. Willst du den Kalbsrücken? Stopp. Der verbrennt. Okay, das heißt, ich pfeffer den dann nach. Genau. Okay. Okay, ich zeige Ihnen was. Sie haben hier ein Blech, ne? Ja. Das ist das Blech, wo Sie es nachher auch drauf garen, okay? Haben Sie schon den Begriff Würzblech schon mal gehört? Ja. Okay. Wenn Sie das jetzt, Sie haben jetzt
Sie haben jetzt das Salz verteilt. Ja. Das ist jetzt hier vorne haben Sie ein Salznest. Ja. Ne? Und hier haben Sie gar nichts. Gar nichts. Ne? Ja, okay. Also Sie sehen das jetzt hier Salznest, hier gar nichts. Das heißt, Sie machen das auf dem Blech und drehen ihn dann da. Genau, durch. Richtig, ganz genau. Ja, Sie verteilen okay. das auf dem Blech, ne? So. Dann gehen Sie her. Drauf. Eins. Zwei. Okay. Ja. Und dann haben Sie hier unten und hier oben noch was. Überall ja. gleich. Okay? Ja. Gut. Heiß? Heiß. Gut. Sehr schön. Sie haben jetzt hier Kräuter draufgelegt, genau. ne? Rosmarin und Thymian haben Sie ja. draufgelegt, okay? Und Sie legen jetzt gleich den Kalbsrücken da drauf, ne? Ja. Hätte es noch eine andere Möglichkeit gegeben, wie man Kräutergeschmack da dran kriegt? Ich könnte jetzt noch mit der Flocke Butter rein und dann mit Rosmarin und Thymian mit anbraten. Ja. Und dann über... Eine Sache. Aber denken Sie immer dran, die Prüfer sind sehr, sehr, sehr klassisch, ne? Sehr klassisch. Ja. Gib Ihnen einen Tipp. Die Methode, die ich im Kopf habe, würde auch die Form gleich machen. Jetzt sehen Sie ja, der ist hier vorne. Der ist nicht breiter. Der ist breiter und ja. hinten ist er sehr schmal. Ja. Das macht das Portionieren nachher ein bisschen blöd. Ja. Also, es gibt, was macht man dann? Damit indem das ich basiere. Oder ah! Mit dem Küchengarn so zuwickeln, dass der an allen Seiten gleich ist. Genau. Und dabei könnte ich dann auch die Kräuter mit einwickeln. Sehr gut. Ja. Haben Sie jetzt nicht vorgesehen in den Arbeitsschritten? Ja. ja. Weil das gehört auch zur Prüfung dazu, dass man die Arbeitsschritte aufschreibt. Ne? Aber der Prüfer, wenn der an Ihnen vorbeiläuft, können Sie ihm das sagen. Können Sie sagen, ich ja. wollte den eigentlich bei dir, ne, also ich wollte den binden, ja. Ja, hab's aber leider nicht, bedacht. Hab's nicht aufgeschrieben, hab's nicht bedacht, ist mir jetzt gerade ja. aufgefallen, ja, oder ist aufgefallen, ja. als er roh drauf lag, wollte ich gerne machen, jetzt mache ich jetzt so. Ja. Dass der merkt, Sie haben dran gedacht. Und Sie hätten es auch gemacht, ja. wenn keine Prüfungssituation da gewesen wäre. Ja. Ich würde ihn dann aber basieren, dass ich ihn jetzt hier vorne, sag ich mal, zusammen basiere, dass ja. der auf die. Die Dicke von hier. Ja, Sie können ja Folgendes machen. Sie können ja den Druck hier fest haben und hier ja. hinten locker. Das ist ja egal. Wenn Sie binden, können Sie ja auf unterschiedliche Arten binden. Jawohl. Das jetzt in den Ofen, das kann ich für Sie machen. Ja. 60 Grad Kerntemperatur und? 60 Grad. 55 Grad Kerntemperatur und 60 Grad außen. Ja. Okay. Also erstmal ganz kurz. Der Marlo schlägt jetzt die Butter schaumig, ne? Okay, gut. In der Zwischenzeit machen Sie was? In der Zwischenzeit mache ich Mie-de-Pain. Erstelle ich mir jetzt, indem ich Weißbrot ohne Rinde. Ja. Ganz fein häcksle. Ich würde das kleiner machen. Also Küchenmaschinen sind ja ein Segen, ne? Aber alles können die jetzt auch nicht. Ja, okay. Okay. Das machen Sie jetzt schön fein, so wie Paniermehl im Prinzip, ne? Ja. Also auf der Prüfung sind immer mehrere Prüfer anwesend. Es ist jetzt nicht nur einer, sondern es sind, ich glaube, fünf oder sechs sind das insgesamt. Oder sechs sind das. Genau. Und die Prüfung besteht jetzt nicht nur aus dem Kochen, sondern es gibt noch einen kleinen schriftlichen Teil vorher. Und es gibt anschließend noch ein Gastgespräch, ja, also ein gastorientiertes Gespräch, so nennt sich das. Und dieses Gespräch, da geht es dann darum, dass man einen servicerelevanten Teil abfragt, ja, dass also das Wissen der Azubis geprüft wird. Und zwar geht es dann darum, welchen Käse würden Sie mir zum Wein empfehlen, was für einen Wein würden Sie mir empfehlen und so weiter und so weiter. Solche Dinge werden auf Küchenprüfungen oder auf Kochprüfungen auch gefragt. Ja? Jetzt trenne ich da nochmal zwei Eier. Sie sind ein ganz großer Freund davon, die Eier immer zu trennen. Ne? Also, ja. Ja. Okay. Für, grundsätzlich gilt, wenn ihr in absehbarer Zeit eine Küchenprüfung ablegen müsst, ja, und ihr schreibt das Menü, macht die Dinge, die ihr könnt. Ja? Und macht vor allem die Dinge, die auch eure Chefs können. Was erzählen Sie dem Prüfer, was Sie mit dem Eiweiß machen?
Das kann ich nachher noch für mein Biskuit verwenden. Sehr gut. Oder könnte ich verwenden? Das werden Sie verwenden. Ich habe ja noch meine anderen Eier, die ich ja da noch mit verwende. Wie viele denn? 5 Stück. Also können Sie es nicht verwenden? Ich könnte mehr Eiweiß machen. Ja, aber das steht ja nicht im Rezept. Also können Sie es nicht verwenden, gerade. Sie nicht. Sie haben gesagt, Sie können das hier noch, Sie können das für Ihren Biskuit verwenden. Ja, genau. Ja, aber wenn Sie doch das mit 5 Eiern rezeptiert haben, dann haben Sie ja logischerweise 5 Eigelb und 5 Eiweiß. Ja. So, wenn Sie die beiden jetzt noch dazu nehmen, dann hätten Sie 7 Eiweiß und 5 Eigelb. Ja. Das passt ja dann nicht mehr in Ihrem Rezept. Ach so, ja. Ja? Das geht ja dann nicht. Ja. Okay? Also was machen Sie damit? Ich könnte es zum Binden von Soßen, zum Klären von Soßen nehmen. Zum Klären von Suppen könnten Sie es nehmen, ja? Ja. Aber Sie arbeiten ja in einem Hotel. Ja. Ja? Wir machen doch morgens immer Silbereiweiß. Also Silberomelett. Ja. Silbernes Omelett. Das ist nur aus Eiweiß. Ja. Das machen wir doch. Oder etwa nicht. Okay. Ja? Okay? Dann geht das also geben Sie es wohin? Ins Frühstückspersonal. Richtig. Völlig richtig. Sie müssen dem Prüfer nur glaubhaft und vernünftig erklären können, dass Sie es nicht wegschmeißen. Ja. Sie entsorgen das nicht. Ja? Ja. Sie könnten eine Hausfrau, die nichts damit anfangen kann, die schmeißt das weg. Ja. Aber das unterscheidet uns von Hausfrauen. Wir wissen, was wir damit machen können. Das heißt, im Endeffekt könnte ich auch meinem Prüfer erklären, ich mache damit Baiserhauben für Kuchen. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, oder Meringue oder was weiß ich, das ist ja völlig egal. Aber Sie können das verarbeiten. Sie können das verarbeiten. Sie wissen auch, dass es verarbeitet werden muss. Ja. Dass wir es nicht wegschmeißen. Wir schmeißen nichts weg. Ja. Ja. Von der Zeit her ist es so, Kalbsrücken ist drin, Kräuterkruste ist fast fertig, Soße läuft. Was haben wir noch? Ja. Die Suppe muss noch gemacht werden. Ne? Ja. Und das Dessert muss noch gemacht werden. Und Sie haben gesagt, Dessert brauchen Sie 7 Minuten im Backofen, plus die Vorbereitung 20 Minuten, also eine halbe Stunde. Circa. Ungefähr. Ja, du musst schon ein bisschen dran halten. Kann ich das ausmachen? Brauchen Sie das? Jetzt mache ich da drin meine Kruste weiter. Ja. Jetzt lasse ich da rein. Mache ich mal aus, ne, dass Sie das da reinschmeißen können. So. Kräuterkruste ist fertig, ne? Ja. Ja. Sie haben sich dazu entschieden, die Kruste so ein bisschen platt zu machen, ne? Ja. Und nicht als Teigrolle sozusagen zu machen. Nee. Mach die platt und passt sie jetzt im Endeffekt die Form des Kalbsrückens an, dass ich gleich den Kalbsrücken damit gratinieren kann. Gut. Jetzt haben Sie, was machen Sie jetzt? Für die Suppe, für die Champignonsuppe. Okay, was brauchen Sie dafür? In erster Linie die Champignons, dann Zwiebeln, dann Öl, zum Ablöschen Weißwein und dann zum Auffüllen mit Sahne und Geflügelfond. Okay. Was jetzt? Das heißt, ich putze zuerst die Champignons. Okay. Was verstehen Sie unter Putzen? Indem ich sämtliche Erde und Dreckbestände entferne. Das kann man mit dem Messer machen oder mit dem Pinsel machen. Gut, okay. Aber das sind ja Zuchtchampignons, da haben wir ja nicht so viel Dreck. Deswegen. Ne? Und ich schneide halt hier unten immer noch den Stiel ab, weil der sieht schon nicht mehr so schön aus bei den meisten Fällen. Was ist das für ein Champignon? Ein weißer Champignon. Wo wird der angebaut? Ja, im Gewächshaus. Ich dachte. Ja? Nee, habe falsch gedacht. Ja. Also, der ist weiß. Ja. Warum ist der weiß? Warum ist Spargel weiß? Weil er kein Licht abbekommen hat. Aha, also wird der nicht im Gewächshaus angebaut, sondern? Unter Plan, oder? Die hier. Ja. Plane ist eine Möglichkeit. Ja. Spargel ist eine Plane, ja. Aber die werden wo angebaut? Dann in in Hallen, oder? Höhlen. In Höhlen? Das ist ein Höhlenchampignon. So, okay. Ja? Ja. Und wenn der eine braune Kappe hat? Dann hat er Sonne abbekommen. Und dann ist das was für einer? Dann ist das ein... Haben Sie schon mal gehört, den Ausdruck? Ich weiß es nicht. Ein Wiesenchampignon. Ein Wiesenchampignon. Und wie nennt man die ganz großen Champignons? Ah, ganz beliebt im Moment. Ach, das ist so Vogue gerade. Portobello. Ist nichts weiter als ein großer Champignon. Nichts weiter als ein großer Champignon. Okay. Lecker, es bleibt ein Champignon. Zuerst Zwiebeln und Schwitzen oder zuerst Champignons? Ist egal, tatsächlich bei der Suppe. Ich würde die Champignons jetzt erstmal ein bisschen klein schneiden. Ja.
Ne? Also einfach einmal zack, 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 zack runterschneiden. Zwiebel runterschneiden und dann los. Weil ich püriere es ja im Endeffekt eh noch. Richtig, genau, sie pürieren es. Richtig. Ja. Aber sie wollen ja ein bisschen Röstaroma. Ja. Also würde ich die Champignons zuerst anmachen. Genau, ja. Warum Champignons zuerst? Der Prüfer wird sie Weil das fragen. Champignons viel Wasser enthalten und dann das Wasser austritt. Genau. Und dann kann das Wasser schon mal in dem Sinne verdunsten oder genau. Schon mal reduzieren. Champignons brauchen grundsätzlich mehr Hitze als Zwiebel. Zwiebel hat viel Zucker, Champignon hat viel Wasser. Wenn Sie die Zwiebel zuerst reinmachen bei großer Hitze, ja, und Sie danach die Hitze nochmal steigern, weil die Champignons die Hitze brauchen, dann verbrennt Ihnen die Zwiebel und der Champignon kocht vor sich hin. Okay. Oh, 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 oh. Darf ich was sagen? Sie wissen, wie man richtig Zwiebeln schneidet, dann machen Sie es auch. Das sind jetzt grobe Würfel, ne? Ja. Ja. Und keine Bonoirs. Nee. Nein. Ruhig bin ich. Ja, gut. Wolltest du nur sagen einmal, ne? Wenn ich jetzt schon Salz, es kommt Wasser drauf. Da bin ich schwer. Passiert. Also auch da, ne? Das ist halt so eine Frage, die können Sie nicht richtig beantworten. Sie können erklären, dass Sie jede einzelne Komponente einzeln salzen und jede für sich gut schmecken muss. Ja, heißt also, Sie machen die Pilze rein, salzen. Sie machen die Zwiebeln rein, salzen. Ja. Dann machen Sie die Brühe drauf, schmecken nochmal ab und salzen. Dann geben Sie die Sahne drauf und salzen. In der Theorie würde das zwar gehen, aber es ist ein sinnloser Arbeitsschritt. Ja. Ja, der ist sinnfrei, weil Sie können am Ende des Vorgangs es einmal abschmecken und Sie haben den richtigen Salzgehalt. Ja. Ja? Ja. Ja, man hat das mal irgendwann, gab es mal eine Zeit, weiß ich nicht, Mitte, Ende der 90er, wo man gesagt hat, man salzt jede einzelne Komponente immer so, dass es passt. Aber war nicht nötig. Geht auch zum Schluss. Ja, das sind dann berühmte Abkürzungen, die Azubis dann gerne nehmen. Die sagen dann, ich schmeiß das alles in einen Topf und zum Schluss schmecke ich das ab. Ja. Tatsächlich bei einer Suppe geht das. Ja. Bei anderen Dingen funktioniert das nicht. Ne? Also bei Ihren Makärkartoffeln zum Beispiel, da funktioniert das nicht. Ne? Da müssen Sie halt gucken, Sie kochen die Kartoffeln ja schon in Salzwasser. Ja. Ja? Sie hätten die auch in normalem Wasser kochen können, ohne Salz. Aber Sie müssten dann nachträglich so viel Salz dran machen und es löst sich ja nicht mehr auf, weil es ja in der Kartoffel ist. Ja. Sehen Sie, haben einen Kristall und Sie geben das in eine trockene Kartoffelmasse. Das wird nicht funktionieren. Ja. Ja? Deswegen salzt man, kocht man, macht man das in gesalzenem Wasser. Also sämtliche Kartoffelspezialitäten. Ja. So. Die gekochte Kartoffel verlangen. Okay? Sehr schön. Jetzt haben die ein bisschen Farbe gekriegt. Ne? Jetzt kann ich sie ablöschen und den Beistand drauf geben. Okay. Lassen Sie den Weißwein komplett verkochen oder was machen Sie? Ja, ich lasse den fast komplett verkochen. Okay. Und dann fülle ich mit Gefüllform auf und dann immer einen Schuss mit Sahne. Gut. In der Zeit könnte ich dann schon meinen Teig vorbereiten. Richtig. Genau. Also das dauert ja 3-4 Minuten, bis der Weißwein verkocht ist. Wenn der Weißwein verkocht ist, müssen Sie aber dann auch zur Stelle sein und den Fond rein. Und auch, ne? Genau. Aber Sie können Ihre Brocken vorbereiten, klar. Machst jetzt den Geflügelfond da drauf, ne? Ja. Dann jetzt die Sahne auch drauf. Okay. Dankeschön. Jetzt braucht es nur noch ein bisschen durchköcheln. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Biskuitteig. Okay. Für den Biskuitteig muss ich wieder Eier trennen. Also erstmal jetzt Eischnee in erster Linie herstellen. Okay, was brauchen Sie dafür? Das Eiklar und Zucker. Okay. Wir schlagen jetzt ja gerade das Eigelb schaumig, ne? Schauen Sie einmal da rein, bitte. Das Eischnee. Ja, ist das fertig? Willst du ein bisschen schlagen lassen? Ich nicht. Ich nicht. Zeig Ihnen das auch. Also ich weiß nicht, ob man das sieht von da hinten. Wegen umdrehen. Bitte? Umdrehen und das hält in der Schüssel. Ja, das sowieso, aber es ist schon jetzt, es ist fertig. Das ist,
Also das hier, darüber müssen wir gar nicht reden, ne? Aber wenn Sie jetzt weiterschlagen, fühlen Sie mal, wie fest das schon ist. Ja. Das ist schon steinhart. Ja. Und es ist auf jeden Fall, das zieht so eine Spitze, ja? Sehen Sie die? Oben diese drei, diese Krone hier oben. Das ist auf jeden Fall weit genug. Nicht weiterschlagen. Ja? Okay. Was würde denn passieren, wenn ich es überschlagen würde? Dann hätten Sie unten Flüssigkeit und oben einen Schaum, der nicht definierbar ist. Es trennt sich dann wieder. Bei Zucker und Eiweiß ist das selten, aber gehen Sie das Risiko nicht ein. Ja, ne? Okay. Okay, gut. Jetzt haben wir das hier. Schlagen Sie den Rest auch noch schaumig. Also, dann gebe ich jetzt das Eigelb. Ich hätte das andersrum gemacht. Genau, das Eigelb, genau dazu. Da rein. Richtig. Brauchen Sie so einen Gummischlesinger, ne? Ja. Ziehen wir da dann das Mehl und das Kakaopulver rein. Sowas hier nicht machen, ne? Okay. Nee, jetzt brauche ich ja wieder die Teigkarte. Mhm. Ja, ein bisschen. Das sehe ich dann beim Ausstreichen aufs Blech. Wenn Sie wollen, dass das hält, ne? Bisschen Wasser drunter. Nee, Wasser drunter oder Sie nehmen einfach einen Klecks von Ihrem Biskuit. Pappen den da drauf. Pappen den hier oben drauf. Dann haut Ihnen das jetzt auf jeden Fall erstmal nicht als allererstes ab. Ja. Wie heiß soll der Backofen sein? 220 Grad. Wie lange? 7 Minuten. Gut. Jetzt wird die Champignon-Creme-Suppe püriert, ne? Also Sie wollen die ja so ein bisschen, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt die stückig lassen, so wie Sie das vorhaben. Ja. Das heißt also, Sie lassen die, da sind ein paar Stückchen noch drin. Das ist ein bisschen rustikaler. Oder man gibt die durch ein Sieb nochmal, ne, und passiert die noch einmal. Aber Sie wollen sie ja so lassen. Genau. Ich finde das tatsächlich auch besser, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich bin leider nicht der Prüfer. Ich nehme das mit, mach den einmal sauber. Ja. Übrigens auf der Prüfung, ne? Ne, Sie sehen das auch, ne? Muss zwischendurch aufräumen. Ich habe schon eine ganze Menge für Sie immer weggeräumt, ne? Ja. Okay. Stunde der Wahrheit jetzt, ne? Ob sie halten oder nicht? Ja, die werden halten. Also Sie haben jetzt hier die Kruste fertig gemacht, ne? Und jetzt legen Sie die auf den Kalbsrücken, richtig? Ja, genau. Genau. Ja, dann. Sie haben jetzt keinen Pfeffer dran gemacht an den Kalbsrücken, ne? Ist das schlimm? Nein. Gut. Sie verläuft ja eh noch. Genau. Deswegen kann sie so bleiben. Dann jetzt gleich einmal noch gratinieren. Mhm. Dann haben wir den Haupt, also wir haben die Suppe fertig, wir haben den Hauptgang fertig, dann müssen wir noch das Dessert machen. Ja. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum hier eine Pfanne so hoch steht, wir haben keinen Deckel jetzt gerade für den Topf gehabt. Und deswegen haben wir da jetzt die Pfanne draufgestellt. Auf der Prüfung bitte nicht machen. Jetzt kocht das Wasser, da habe ich jetzt schon Salz angegeben. Jetzt gebe ich da die Bohnen hinzu, um die in dem Salzwasser zu garen und zu longieren. Weil ich die Bohnen ja nur in Speck badiere und sonst werden die nicht gar. Also wenn Sie die nur in der Pfanne braten würden, werden die nicht gar. Ne? Wie lange blanchieren Sie die? So circa 3 Minuten. Okay. Der Biskuit ist jetzt fertig. Ja. Und jetzt ziehe ich den von dem heißen Blech runter, weil der sonst noch austrocknet und zu trocken wird. Muss der irgendwo hin? Ich würde den zur Seite? Ja. Das wird. Hm? Das wird. Oh, gut. Also, die 3 Minuten sind rum, ne? Wir haben hier neben noch einen Topf mit, oder beziehungsweise eine Schüssel mit kaltem Wasser stehen, damit der Garvorgang sofort unterbrochen wird. Und damit die Farbe schön erhalten bleibt, ne? Ja. Jetzt die Bohnen in Bohnenbündel badieren mit dem Schinken, mit dem Bacon. Ich weiß, Sie sind Linkshänder, ne? Und ich würde... Ja, genau, ich bin Linkshänder. Ja, aber pass auf, lass mal liegen. Nein, ich bin Rechtshänder. Wollen Sie eins pro haben? Ein? Ja. Ja, okay. Warum längs? Warum habe ich das längs gemacht? Damit ich mehrere Mise en place nebeneinander machen kann. Ihre große Sorge war ja, unter, genau auch das, aber Ihre große Sorge war ja, dass das nicht hält.
Ja. Ne? Wisst ihr nicht, er hatte Sorge, dass das nicht hält. Hast das hier hinten, ziehst das stramm. Ja. Ja? Und wickelst das dann stramm ein. Zack. So, dann kannst du dir jetzt 6, 7 Stück, also 6 nebeneinander legen. Du hast 6 Gäste. Ja. Legst du immer 6 nebeneinander. Ja, und dann hast du immer eine Rutsche pro Gast fertig. Ja. Ja. So, wir fangen jetzt an, final anzurichten, beziehungsweise jetzt werden nur noch die Makärkartoffeln und die Bohnen angebraten. Dann haben wir den Hauptgang schon fertig, Suppe ist schon fertig. Und dann geht es jetzt gleich nur noch ans Dessert. Ja, wir müssen allerdings hier vorne jetzt weg, weil jetzt hier vorne gleich das Buffet startet. Und deswegen richten wir gleich in der Küche an. Und von der Zeit her, wir haben natürlich auch ein bisschen getrödelt, muss ich dazu sagen. Ja, aber wenn wir uns an den Zeitplan halten, so wie wir uns das gedacht haben, dann sollten sie noch ungefähr eine Viertelstunde Puffer haben, ne, dazwischen. Und wenn ihr zuschaut und ihr habt eine Prüfung, also ihr habt eine Kochprüfung, plant euch die Zeit immer so ein, dass ihr immer noch 5 Minuten mehr habt, als ihr eigentlich eingeplant habt. Ne? Also wenn ihr sagt, ihr braucht 3 Stunden und ihr habt eure Rezepte so geplant, inklusive Ruhezeiten, dass ihr genau auf 3 Stunden kommt, dann stimmt was nicht. Dann müsst ihr gucken, dass ihr eure Abläufe dahingegen so ein bisschen ändert. Ja? So, nicht, dass ihr euch wundert, wir sind jetzt umgezogen in die Hauptküche, weil vorne am Buffet ja, wird jetzt gekocht und wir machen jetzt in der Küche weiter. Sie machen jetzt was? Ich bereite jetzt meine Ganache vor. Okay. Lass die Sahne aufkochen. Ja. Gib dann die Kuvertüre rein. Ja. Und ziehe die dann einfach nur einmal cremig, damit die sich zu einer homogenen Masse verbindet. Okay, also eine Ganache ist eigentlich eine Kombination aus Schokolade und Sahne. Ja. Ja. Also ich erkläre das einfach nur für die Zuschauer. Ja. Und man nimmt das als Pralinenfüllung und als Schicht so bei einem Dessert zum Beispiel, ja? Darf ich fragen, also Sie machen das bewusst mit einem Schlesinger, ja? Ja. Okay. Obwohl es, nee, praktisch stellen wir hier mit, damit es halt... Erstmal müssen Sie die Mascarpone ein bisschen weich kriegen, genau, ne? Ja. Das machen Sie mit dem Schneebesen und dann heben Sie anschließend die Sahne drunter. Also wenn Sie eine Mascarpone-Creme machen wollen. Ja, ich hätte den Schmand mit der Mascarpone cremig schlagen müssen. Und dann die Sahne, weil wenn ich die jetzt ja zu weit schlage, habe ich aber da im Endeffekt flüssige Sahne mit drin. Genau. Und das reicht eigentlich schon. Ja. So, jetzt die Sahne drunter. Temperatur ist da wichtig, ne? Also dass das immer schön, dass das alles schön kühl bleibt, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt zügig arbeiten. So sieht's schön aus. Guck mal. Ja, dann wird's mich jetzt auch luftiger. Okay. Frage für meine persönliche Statistik. Was haben Sie denn da jetzt an Süße dran? Ich nehme ja gleich noch den Orangensaft. Ja, dann hör mal auf jetzt hier weiter umzurühren. Weil wenn Sie da jetzt gleich noch was reingeben und Sie jetzt die ganze Zeit weiter umrühren, dann... Wird's noch flüssiger. Genau. Ja. Okay, also eigentlich Mascarpone, Schmand. Mit den Gewürzen zusammen schön abschmecken und dann die Sahne drunter. Ja. Ja? Nicht, okay. Nicht nachher. Machen Sie es mal, dann sehen Sie, was ich meine. Also machen Sie jetzt mal den Rest fertig, so wie Sie jetzt Orangensaft und so weiter alles dazu. Ja. Und dann sehen Sie, was ich meine. Das Volumen geht runter. Machen wir. Orangensaft oder Abrieb? Saft. Saft. Abrieb nicht. Nein. Okay. Gut. Weil ich die Orange filetiere als Garnitur für oben drauf. Ja. Das heißt, dabei habe ich ja Saftverlust und ich habe ja auch in den Zwischenhäuten noch Saft. Das heißt, die drücke ich aus. Also das heißt, Sie filetieren zuerst, nehmen dann den Saft aus der Saft. Saft. Okay, aber die Schale hätten Sie ruhig mitnehmen können. Ja. Da sitzt der meiste Geschmack drin. Ist nicht schlimm, Sie können das ja machen. Ja. Ja. Sie können das ja auf der Prüfung machen. Ja, dann kann ich da ja nach der Prüfung mit reinziehen. Genau, ja. Ja. Deswegen. Sie haben ja eine Reibe da, machen Sie mal mit rein, okay? Mache ich jetzt. Grand Marnier. Warum haben Sie Grand Marnier genommen und nicht Rum? Weil Grand Marnier schon Orangenlikör ist. Ah. Das heißt, der unterstützt dann noch mehr den Geschmack. Ja. Wieso? Jetzt haben Sie den ausgestochenen Biskuit, genau. Den legen Sie unten rein, richtig? Ja, ich mache jeweils 2 Schichten. Das heißt, ich drücke den... Also einen unten, einen in der Mitte, oder? Einen in der Mitte, genau.
passt jetzt zwar nicht ganz zu 100%. Ja gut, das ist ja jetzt hier auch nicht das Glas, was Sie in der Prüfung verwenden, genau, das ist ein anderes. Und dann tränken wir jetzt einmal den Boden. Der Boden dadurch halt auch noch den leicht orangen Geschmack bekommt. Ja, und vor allem, dass es sich auch besser daraus meißeln lässt, sage ich jetzt mal, ne? Gleich. Okay. Wo kommt die Ganache denn hinzu? Kommt die ganz zum Schluss oben drauf oder wo kommt die Ganache kommt auf die Mascarpone. Ach so, okay. Ja dann. Einmal hier, ne, dass man das sehen kann. So sieht das aus. Und dann kommt jetzt da gleich kommt die Ganache oben drauf. Versuchen Sie sauber zu arbeiten. Genau. Ja. Ja. Das können Sie so ungefähr eine Stunde, bevor Sie schicken, können Sie das anrichten. Ne? Ja. Also, ich könnte natürlich auch die Mascarpone mit einem Spritzbeutel reinspritzen, dann wird es auf jeden Fall sauberer. Würde ich Ihnen auch empfehlen, ich hätte ja immer einen Spritzbeutel mitgenommen, ja, ne? Oder genau, zumindest dabei. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Ganache wieder oben drauf. Mächtiges Dessert, ne? Hä? Warum? Ich finde, es geht. Bitte? Ich finde, es geht. Ja klar, Sie haben sich das ja auch ausgedacht, ja, aber ich sage, als Neutraler, das ist ganz schön mächtig. Ja. Okay. Okay. Haben wir fertig, ja? Stelle ich kalt. Ja. Okay. Sie haben sich dazu entschlossen, mach ruhig weiter, alles ja gut. Ich rede einfach nur, ja, und ich ja erkläre auch so ein bisschen was. Also Sie haben sich dazu entschlossen, eine Suppentasse anzurichten, ne? Ja, genau. Okay. Sie müssen ja auch einen Tisch eindecken, ne? Ja. Das wissen Sie. Ja. Was für einen Löffel decken Sie dafür ein? Einen großen Esslöffel. Falsch. Ein Suppenlöffel? Einen Mittellöffel. Ein Mittellöffel? Okay. Gut. Das, hier passt ein halber Liter rein. Ein halber Liter? Da passt ein halber Liter rein. Da müssen Sie jetzt nicht, müssen Sie nicht bis ganz oben voll machen. Ich dachte, das wären 250er Tassen. Nein. Das hier ist eine 250er Tasse. Ah, okay. Ich stelle die mal daneben, damit Sie das einmal sehen. Ah, ja. Ja? Ja. So, also zwei Kellen, sage ich jetzt mal, ja, plus ein Schlückchen reicht. Okay. Ja? Ein Mittellöffel. Ein Mittellöffel. Wenn Sie einen großen Esslöffel nehmen, ja, der ja passt da eine nicht ganz rein. Also ja, bei einer Suppentasse nimmt man einen Mittellöffel. Okay. Bei einem Suppenteller nimmt man einen Esslöffel. Ja. Okay? Okay, gut. Also, drei Stück. Lassen wir mal hier. Ja. Herr Branner, schmecken Sie die Suppe hier gleich einmal ab von dem Herrn Gieser? Ja, ne? Sie probieren das gleich. So, also Suppe haben wir fertig. Jetzt die Hauptgangteller. Sagen Sie, die Suppe geht jetzt raus. Ja. Ne? Dann holen sich die, also Sie stellen das den Prüfern hin. Genau. Dann geht da jeder einmal hin und probiert das einmal die ganze Nummer. Ne? Und dann machen die Punkte, schreiben Sie auch. Ne? Ja, da hat er das nicht richtig gemacht, da hat er hier nicht richtig gemacht. Alles klar. Das Ergebnis muss stimmen. Ja. Ja? Und sind Sie mit dem Ergebnis einverstanden? Haben Sie es ja probiert? Ja. Gut. Und Sie sind damit zufrieden? Genau. Ja? Das kann man immer. Von der Konsistenz her jetzt ein bisschen cremiger sein. Ne? Können. Aber nee, ist geschmacklich hervorragend. Sehr gut. Danke. Ja. Wunderbar. Aber denken Sie dran, Sie haben jetzt hier einen Fond von uns gekriegt, ne? Ja. Der ist schon intensiver als... Ich wollte schon sagen, ne? Also ja, der Fond, den Sie da kriegen, der schmeckt anders. Der wird wesentlich okay dünner sein. Okay, gut. Raju, einmal probieren, bitte. Das ist übrigens auch üblich, ne? Also das, Sie haben ja schon einmal Probe gekocht, ne? Ja. Dass die Jungs das alles, dass sie das einmal probieren. Ja, ja. Und ja, die sind dann auch ehrlich zu Ihnen. Champignon-Creme. Ist gut? Ja. Fehlt was? Vielleicht ein bisschen Zucker oder so. Zucker fehlt noch, meinst du? Okay. Okay. Gut. Ja, dann richten wir den Hauptgang an. Soße. Das
Achso, okay. So. Ich stelle es jetzt einfach mal hier oben drauf. Ne? Sie richten weiter an. Soße zum Schluss, ne? Soße zum Schluss? Soße zum Schluss. Okay. Weil sonst zieht die an der Haut. Ja. Sehen Sie, die wird ja kalt, dann zieht die an der Haut. Natürlich jetzt nicht so, dass Sie jetzt hier eine Soße haben, die über 10 Stunden gekocht ist, ne? Sondern Sie haben da quasi eine schnelle dunkle Grundsoße gemacht. Ne? Können die natürlich auch noch ein bisschen abbinden. Ne? Haben wir jetzt nicht gemacht. Finde ich jetzt aber auch nicht ganz so schlimm, ehrlicherweise gestehen. Die haben Sie nicht abgeschmeckt. Die haben Sie nicht nochmal probiert, ne? Ich hätte die gerade probiert. Ja? Ja, aber da war die halt kalt. Könnte runder sein. Ein bisschen Zucker dran? Richtig, Zucker. Ja. Okay. Aber so ist es okay, soweit. Ne? Stellen wir das rüber. Also, jetzt wird's. Hauptgänge hast du raus. Dessert ist fertig. Jetzt geht's nur noch ans Probieren. Ja. Okay, bitteschön. Wir teilen uns einen Teller. Das machen die Prüfer übrigens auch. Ne? Du stellst den 6 Teller hin und die essen alle von einem. Ja. So. Bitteschön. Du zuerst. Okay. Soße fehlt natürlich noch ein bisschen. Was würdest du da noch dran machen? Warte mal, ich habe diese Grundsoße hier. Probier die gleich einmal mit dem Löffel. Warte. Ja, gut, dass sie ein bisschen dünn ist. Okay, das ist was anderes. Aber jetzt. Bitte? Ja, es ist ja. Nein, du musst sie probieren. Einfach probieren. Nur die Soße. Nur Soße. Unser Raju macht wirklich mit Abstand die besten Soßen. Ja, sehr lecker. Ich bin Salzfisch. Und? Würdest du auch Zucker noch dran machen? Nein, nur Salz fehlt. Nur Salz fehlt? Ja. Wir haben beide gesagt Zucker tatsächlich. Bei mir Salz. Ja, okay, alles klar. Also in dem Fall glaube ich das auch, ne? Weil er hat mehr Soßen gemacht als ich in meinem Leben. Die Kruste haben sie gut gemacht. Die Kruste ist sehr gut. Genau, und alles zusammen. Wenn man alles zusammen isst, merkst du auch nicht mehr, dass die Soße, dass deine Soße was fehlt. Merkst du nicht? Ja, weil der Speck auch salzig ist. Gut. Ja? Ja? Richtig lecker. Schon scharf, ne? Das Dessert essen wir alleine. Wir berichten, ob der Herr Gieser bestanden hat oder nicht. Ne? Morgen um diese Uhrzeit wissen wir mehr. Mhm. Macht's gut. Ciao.